viele da waren. Es hat super Spaß gemacht, vor so vielen Leuten zu spielen. Wir würden das auch gerne wieder machen. Wir hoffen, dass auch wieder so viele kommen und dann bieten wir noch mehr. Ja, Sonthofen hat mit sehr viel Druck angefangen. Das hat uns den Einstieg schwierig gemacht. Und ja, dadurch konnten wir nicht so richtig in das Spiel kommen, was wir eigentlich vorhatten zu spielen. Die Ursache ist natürlich, oder es passieren dann immer sehr schnell auch viele Eigenfehler. Aber das war egal, weil die haben uns eh die Bälle um die Ohren gehauen. Also es ist wurscht, ob wir jetzt den Fehler im Aufschlag machen oder ob wir den Ball in der Feldabwehr kassieren. Ja, vor allem bei dem Publikum will man natürlich alles geben, aber es ist auch nicht immer einfach, weil ich glaube auch Nervosität kam schon auch dazu und dann hat es einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das halt vorgestellt haben. Wir sind einfach nicht ins Spiel reingekommen, das war, ich weiß es momentan selber noch nicht so genau, aber es war einfach. Wir waren, glaube ich, im ersten Satz ziemlich beeindruckt von der Kulisse und dann haben gemacht und getan und sind halt nie ins Spiel reingekommen. Ja, nach der 10-Minuten-Pause hat es auch ein bisschen besser geklappt. Wir haben ein bisschen höheres Risiko gegangen beim Aufschlag, damit die anderen ein bisschen unter Druck kommen. Ja, wir haben einfach dann auch gesagt, Kopf ausschalten, einfach spielen, einfach Spaß haben, die Zuschauer mitnehmen, weil so viele hatten wir noch nie hier, aber wir haben es versucht. Also das war unser Ziel, dass wir sie mit den Aufschlägen ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Ja, deswegen ist der dritte Satz ein bisschen anders. Hat sich da ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube, spannend wäre es geworden, wenn wir im dritten Satz nochmal gedreht hätten und dann doch noch ein 3-2 draus geworden wäre. So war es leider doch recht eindeutig. Schade eigentlich. Ich habe einfach den Kopf nicht frei gehabt und ja, dann verliert man halt so ein Spiel. Und die waren besser und deswegen ist es auch verdient an Sonntag. Wir haben jetzt Montag frei, Dienstag Krafttraining, dann viel Training und am Wochenende spielen wir nochmal zu Hause gegen Bad Soden. Bad Soden ist nicht so stark wie Sonthofen. Da gehe ich davon aus, dass wir uns besser präsentieren können. Und jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir die Mannschaft wieder auffangen.